Die meisten Charaktere aus Hunter x Hunter sind unglaublich cool, aber dafür nicht zum Ende behandelt. Das liegt leider daran, dass der Anime nach der Folge 148 aufgehört hat und wir dadurch leider sehr, sehr wenig Stoff für so viele coole Charaktere bekommen haben. Nun möchte ich ein wöchentliches Format starten, wo wir darüber reden, welche Charaktere unbedingt in der Zukunft noch Shine bekommen müssen und welche eher nicht. Darum willkommen zu diesem Video und wenn es euch gefällt, dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen, als auch über ein Abo, falls ihr neu seid. Und heute werden wir mit dem ersten Teil anfangen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich noch einmal sagen, dass das kein Ranking ist, sondern einfach eine Aufzählung von Charakteren, die ich noch gerne in der Zukunft behandelt bekommen möchte. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid und lasst uns jetzt beginnen. Wer der Erste auf meiner Liste ist, ist Franklin. Franklin ist ein Charakter von der Phantombrigade, der unglaublich cool rüberkommt, aber leider im Chimera Antarc als auch im York New Arc wirklich wenig Schein bekommen hat. Im Chimera Antarc war er sogar überhaupt nicht dabei, wenn ich mich recht erinnere, und im York New Arc, wie gesagt, hatte er nur kleine Momente. Wir müssen uns, glaube ich, nichts vormachen. Franklin sieht sehr stark aus und ist auch unglaublich gruselig, was einerseits daran liegt, dass er an Frankenstein erinnert, und wir haben natürlich auch seine Nennfähigkeit gesehen. Und zwar kann er Nennpistolen erzeugen, mit denen er Leute umbringen kann. Man weiß nicht, ob die wirklich gegen starke Gegner auch funktionieren, aber trotzdem ist Franklin ein Charakter, den man wirklich nutzen muss. Denn er sieht wirklich gefährlich aus, und leider haben wir halt nichts von ihm gesehen. Wir haben einen neuen und ganzen Dark Continent Arc, der meiner Meinung nach wirklich dafür da ist, um sehr, sehr viele Charaktere, von denen wir noch nicht viel gesehen haben, zum Scheinen bringen kann. So, die ganze Spinne wird auf jeden Fall, glaube ich, in den Schein kommen. Besser gesagt, jeder Charakter, denn viele Charaktere, die jetzt noch nicht geschienen sind, werden jetzt auf jeden Fall scheinen. Und ich kann mir gut vorstellen, da Hisoka ja auch die Spinnen jetzt jagt, dass wir einen Franklin haben, der vielleicht auf Hisoka auf dem Schiff trifft, für jeden, der den Manga gelesen hat, denn Franklin ist gerade alleine unterwegs. Und außerdem haben wir im Chimera Antarc gesehen, dass die Mitglieder von der Spinne, die im York New Arc nicht geschienen sind, hier auf einmal den Schein bekommen haben. Zum Beispiel ein Phaeton, natürlich ein Sphinx, eine Shizuku und noch viele andere. Darum könnte es sein, oder es ist, glaube ich, zu 100% so, dass Togashi jetzt auf dem Dark Continent Arc anderen Charaktern von der Spinne Schein geben wird. Und da haben wir natürlich einen Franklin, der noch nichts gezeigt hat. Und es passt einfach perfekt, einen Hisoka gegen Franklin Kampf zu sehen, da wir Franklin haben, der noch nichts gezeigt hat und außerdem Hisoka da ist, der jeden Einzelnen umbringen möchte. Und wenn da schon jemand alleine ist, dann warum nicht gegen Franklin? Also ist meiner Meinung nach die beste Lösung für Franklin als auch für die Story von Hunter x Hunter. Darum Franklin hier auf jeden Fall verdient in dieser Liste. Und machen wir weiter mit Bisky. Bisky wurde im Greed Island Arc eingeführt als die Mentorin oder auch als Freundin von Gon und Killua. Sie ist nicht nur stärker, sondern auch älter als du denkst. Das haben wir auch im Greed Island Arc gesehen, wie gesagt. Und diese Form hat es wirklich in sich. Also was sie mit den Handlanger vom Bomber gemacht hat, und das war wirklich nicht mehr feierbar. Also Bisky gehört auf jeden Fall zu sehr, sehr starken Charakteren aus Hunter x Hunter. Und sie ist auch ein Charakter, den wir alle sehr, sehr mögen. Sie ist sympathisch und hat eine sehr, sehr coole Beziehung mit Gon und Killua. Also Bisky, auch ein Charakter. Ich möchte mehr von ihr sehen, wirklich. Und ich möchte mehr von ihrer wahren Stärke sehen. Denn wir können wirklich nicht einschätzen, wie stark sie am Ende sein kann, wenn sie all out geht. Wenn wir schon über Bisky reden, dann lass uns auch über Wing sprechen. Wing ist auch ein Charakter, von dem wir wirklich überhaupt nichts gesehen haben, wie gefühlt bei jedem Charakter aus Hunter x Hunter. Der Charakter, der Gon und Killua das Nennen beigebracht hat und auch der letzte Prüfer war. Wir haben keine einzige Action-Szene von ihm gesehen, außerdem kam er sehr sympathisch rüber. Darum würde ich mir wirklich wünschen, dass wir von Wing mehr bekommen werden. Dann haben wir den Oberhaupt der Soldig-Familie, und zwar Silver Soldig, der Vater der ganzen Söhne. Und ja, was soll ich zu Silver sagen? Silver und Zeno, unglaublich badass und bestimmt auch einer der stärksten Charakter aus ganz Haixa. Also das ist, glaube ich, schon klar. Aber ich möchte wirklich sehen, was er drauf hat. Denn wir haben von Zeno schon einigermaßen was gesehen, darum habe ich Zeno nicht aufgeschrieben, da ich eigentlich von Zeno sehr, sehr zufrieden war. Aber von Silver haben wir zum Beispiel keine Nennfähigkeit bekommen und auch paar Kämpfe, die ich gerne sehen wollte. Wir haben vielleicht paar Dialoge mit Killua, die sehr cool waren, aber trotzdem würde ich mir noch einen Kampf von Silver wünschen,
wo er wirklich zeigt, was er wirklich drauf hat und außerdem, wie badass er ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass Silva zu den badassigsten Charakteren aus ganz Hunter, wenn nicht in der ganzen schonen Anime-Welt sein wird, weil er halt einfach ein krasses Design hat und ich möchte nicht, dass er mein Vater ist. Also das auf jeden Fall nicht. Aber Silva, auch ein Charakter. Wir haben zum Beispiel seine Genki-Dama, lilane Genki-Dama gesehen, die ich relativ cool fand, aber das kann man nicht wirklich einschätzen. Ist das seine Fähigkeit? Ist das einfach nur eine Assassinenfähigkeit? Das weiß man wirklich nicht, denn Zeno hatte ja auch in der Art so eine Farbe mit seinem Dragon Dive oder seinen generellen Dragon-Fähigkeiten. Also Silva auch ein Charakter. Wir wollen einfach mehr von ihm sehen. Und jetzt kommen wir zu dem König der Chimäre-Ameisen. Ja Leute, ich habe Meruem aufgeschrieben, denn Meruem haben wir schon einigermaßen oder besser gesagt sehr, sehr gut durchgenommen im Chimera Antarc. Aber eine Sache hat mir gefehlt. Eine Sache hat mir gefehlt und zwar seine Nennfähigkeit, wie bei vielen hier auf dieser Liste, wie zum Beispiel bei Wing. Denn ja, die Nennfähigkeit ist sowas wie das Bankai in Bleach. Denn jeder hat eine gewisse Nennfähigkeit, wenn man schon ein Pro-Hunter ist. Man könnte natürlich sagen, dass Meruem kein Hunter ist, aber wenn es Pito schon gelernt hat, dann könnte sie es auch ruhig Meruem beibringen. Aber ist auch eine andere Geschichte. Von Meruem bin ich eigentlich recht zufrieden, ein perfekter Charakter, aber die Nennfähigkeit fehlt mir unbedingt hier in der ganzen Hunter-Welt. Dann haben wir einen Charakter, von dem wir sogar weniger wissen als jeder andere hier auf der Liste, und zwar Botobai. Botobai habe ich schon mal erwähnt, ein Zodiac, der Drachen-Zodiac, der laut Wiki der Charakter ist, der am nächsten an die Kraft von Netero rankommt. Und diese Aussage ist unglaublich relevant, weil wir gerade auf dem Weg zum Dark Continent sind und dort wimmelt es nur von starken Gegnern. Darum werden wir auf jeden Fall von den Zodiacs noch viel sehen, und weil ich die anderen Zodiacs nicht aufgeschrieben habe, liegt einfach daran, da Botobai mich am meisten interessiert. Vielleicht im nächsten Teil wird jemand anderes drankommen, aber Botobai, dadurch, dass er vermutlich der Stärkste sein sollte, ist für mich am interessantesten. Er hat auch ein cooles Design und ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich im Dark Continent Arc sehr, sehr viel zeigen wird. Also Botobai auch ein Charakter. Ich möchte mehr von ihm sehen, da wir auch im Anime sehr, sehr wenig Dialoge von ihm bekommen haben. Sogar überhaupt keinen, wenn ich mich jetzt daran erinnere. Also ich habe wirklich gar keinen im Kopf. Darum, Botobai, zeig bitte mehr. Dann haben wir Leorio Paratnai, der eine von dem Protagonistentrupp. Er ist ein Charakter, der jetzt nicht durch seine Stärke glänzt, aber trotzdem ein Charakter, der sehr, sehr wichtig ist in der Story. Wie zum Beispiel jetzt beim Dark Continent Arc. Wenn ihr meine Reviews verfolgt, dann wisst ihr ganz genau, dass er noch wichtig sein wird, da er ja nicht so wie Gon und Killua auf dem Dark Continent sein wird als Arzt. Und ich möchte von Leorio mehr sehen, als man denkt. Denn wir haben einen Kurapika Arc. Gon ist der Protagonist. Killua ist auch immer dabei. Aber von Leorio haben wir noch gar keinen einzigen kompletten Arc gesehen. Ich möchte seine ganze Hintergrundgeschichte bekommen, was wir sowieso in Hunter sehr, sehr wenig haben. Hintergrundgeschichten. Wir haben ja gesehen, dass die Hintergrundgeschichten unglaublich gut ankommen, wie zum Beispiel bei Netero. Und darum brauchen wir einen Leorio-Arc. Außerdem hat er eine neue Nennfähigkeit, besser gesagt seine erste. Und von der haben wir auch nur eine Szene gesehen, die natürlich unglaublich cool war. Meine Lieblingsszene in Hunter. Aber trotzdem, ich möchte mehr von Leorio sehen. Darum, ja, schreibt ihr in die Kommentare, was glaubt ihr, wird Leorio noch seinen Schein bekommen? Oder auch die anderen Charakter, schreibt es auf jeden Fall rein. Als nächstes haben wir einen Soldig, von dem wir auch sehr, sehr wenig wissen. Und zwar Mahasoldig. Mahasoldig wurde im Manga als auch im 99er Anime erwähnt. Im 2011er nicht, darum gibt es viele Leute, die ihn nicht kennen. Aber Mahasoldig ist der älteste bis jetzt von der ganzen Soldig-Familie. Er hat es geschafft, einen Unentschieden mit Netero rauszuholen, der zu dieser Zeit vermutlich in seiner Prime war. Und darum können wir uns bei Mahasoldig über einen sehr, sehr starken Charakter freuen, als auch über einen Charakter, der sehr, sehr viel Historie hat. Denn Mahasoldig ist so alt und er könnte uns sehr, sehr viel über die alte Hunter-Welt erzählen. Darum Mahasoldig ein Mysterium für sich und den möchte ich auf jeden Fall auch behandelt bekommen. Erst recht, wenn man gehört hat, dass er mit Netero auf einer Stufe war.
Dann haben wir auf dem zweiten Platz, und ich muss jetzt wirklich sagen, obwohl ich das am Anfang gesagt habe, dass das keine Liste ist, aber von den beiden Charakteren, die jetzt ganz oben sind, würde ich am meisten freuen, von denen was zu sehen. Und zwar haben wir auf dem zweiten Platz Netero's Sohn, Beyond Netero. Das ist ein Charakter, der, glaube ich, den größten Fokus noch bekommen wird, denn durch ihn ist das Ganze geplant geworden mit dem Dark Continent. Und zwar möchte er und das Karkin-Königreich zum Dark Continent reisen, wie ihr es zum Beispiel in meinen Reviews wisst. Und Beyond Netero muss sehr, sehr stark sein, da er der Einzige war, der heil von dem Dark Continent zurückgekommen ist. Und das muss schon was heißen, wenn die Kreaturen auf dem Dark Continent sogar stärker sind als die Chimäre-Ameisen. Also ihr wisst, wie stark Meruem war. Und darum, Beyond Netero, wir müssen uns auf sehr, sehr viel gefasst machen. Er ist auch sehr überzeugt von sich, was den Charakter noch unglaublich interessanter macht. Und darum, Beyond Netero, als auch als Sohn von dem, ja, Vorsitzenden. Von Isaac Netero, also du musst wirklich was drauf haben, Beyond. Wenn du mir nichts zeigst in diesem Dark Continent Arc, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich glaube vermutlich, dass er sterben wird, aber das werden wir vermutlich nie erfahren. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass, wenn Hunter x Hunter weitergeht, Beyond noch richtig krasse Momente bekommen wird. Vielleicht sogar noch krasser als die von seinem Vater. Könnte natürlich sein. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Platz von dieser Liste. Und zwar der Vater himself. Der wichtigste Charakter für Gon in der ganzen Hunter-Serie. Der Gon als Protagonisten, sagen wir mal so, abgelöst hat. Und zwar Jing Freaks, der Vater von Gon Freaks. Er ist ein Mysterium für sich. Er gehört zu den 5 stärksten Huntern und ist außerdem ein Zodiac gewesen. Dazu hatte noch Periston gesagt, dass er stärker ist als er. Und wir haben natürlich gesehen, dass er ein Naturtalent ist. Er hat uns gezeigt, dass er in nicht mal paar Minuten eine ganze Fähigkeit kopiert hat und sie dann noch um 10-mal verstärkt hat. Und das ist wirklich krass. Also Jing muss wirklich einer der stärksten Charakter sein. Und er ist halt der Charakter, auf den wir hinaufgearbeitet haben. Und jetzt müssen wir was von ihm sehen. Wir haben schon ein paar Badass-Momente bekommen, auch im Anime als auch im Manga. Aber ich möchte noch einen richtigen Fight, noch Charakter-Drama. So viel muss noch mit Jing passieren und ich glaube daran. Und ich weiß ganz genau, dass es passieren wird. Aber dann muss auch erstmal der Manga weitergehen. Das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung für jeden anderen Charakter hier auf der Liste. Aber das soll's von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und außerdem, eine gute Bewertung würde mir im Algorithmus unglaublich gut tun, als auch ein Abo. Und schreibt in die Kommentare, wer von euch ist noch underrated, wen wollt ihr noch sehen? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen, in alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal. Ciao.